your number one gym to be. Stay strong, healthy, and fit. Get ready for your Fit 7-Eleven home workout. Hallo ihr Lieben, let's go mit Miniband Workout. Als erstes nimm mal das Band über deine Knie und komm mal in den hüftbreiten Stand. Wir machen uns erstmal ein bisschen warm. Und zwar komm mal tief, nimm mal die Schulter nach hinten, Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule und komm mal hier in eine leichte Federbewegung. Schau, dass deine Zehenspitzen und deine Knie nach vorne zeigen. Die Bewegung kommt hier schön aus den Beinen. Kein Hohlkreuz, sondern Schambein zieht Richtung Brustkorb, okay? Halte. Wir werden heute ordentlich den Booty ins Schwitzen bringen. Wenn wir nachher am Boden sind, integrieren wir auch noch ein bisschen den Bauch, machen wir aber hier bereits auch schon, indem du den Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehst. Halte. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und locker. Sehr gut. Achtung, komm noch mal tief. Tief. Jawohl. Wenn du willst, kannst du auch gerne hier deine Hände einstützen. Daumen zeigt nach vorne, öffnet automatisch deinen Brustkorb. Denk wieder an den Bauchnabel. Der zieht hier schön nach innen. Let's go. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3. Zwei, löse jetzt, kurze Pause. Sehr gut. Noch einmal, komm tief in 4, 3, 2. Komm nach unten, go. Schieb mal die Ferse in den Boden. Knie sind stabil. Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Schultern nach hinten. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Langsam lösen. Sehr gut. Öffne mal deine Beine ein bisschen mehr. Zehenspitzen. Knie zeigen nach außen. Wir kommen tief in den Squat. Komm mit mir gemeinsam. Wenn du es schaffst, all the way down. Hoch, ganz nach unten. Komm langsam hoch. Squeeze your butt. Komm tief. Jawohl. Sehr gut. Ohne Schwung nach oben. Wenn du oben bist, po fest. Komm nochmal tief. Ganz langsam hoch. Go. Up. 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 And squeeze. Go tief. Tief. Rücken bleibt schön gerade. Hopp. Jawohl. Vier mehr. Go. Tief. 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 Komm nach oben. Go. Hoch. Jawohl. Squeeze your butt. Noch 3. Guck, dass deine Zehenspitzen und deine Knie leicht nach außen zeigen. Mach deinen Bauch fest. Eine der besten Bauchübungen ist tatsächlich das Squat und der Deadlift, weil du brauchst hier deine Bauchmuskulatur, um aufzustehen. Das heißt, wir haben 2-in-1. Geile Übung. Komm hoch. Go. Up. 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 And squeeze. Bleib mal 90 Grad Winkel und schieb mal die Knie leicht nach außen. Sehr gut. Go. Halte. 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 Go. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Langsam lösen. Sehr gut. Schüttel mal kurz aus. Dann eine zweite Runde. Wir gehen tief. Ganz langsam. Go. Hopp. Komm tief und ohne Schwung nach oben. Squeeze your butt. Go. Noch 3. Jawohl. Sehr gut. Komm hoch. Komm hoch. Kopfverlängerung der Wirbelsäule. Bleib gerade. Schulter nach hinten unten. Hoch. Hoch. And squeeze. One more time. Go. Tief. 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 Sehr gut. Nach oben. Aha. Noch einmal fest. 90 Grad. Bleib tief. Achtung, wir schieben die Knie nach außen. Verlagere mal hier ein bisschen das Gewicht auf die Außenkante deines Fußes. Bleib schön tief. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und langsam lösen. Schüttel mal aus. Beine zu. Wir nehmen jetzt ein Bein nach oben. Bauchnabel ist fest. Schultern nach hinten unten. Und jetzt kleine Impulse nach oben. Zehenspitze zieht zum Körper. Mein Bein ist 90 Grad. Du siehst von hier oben aus, gehen die Impulse zur Decke. Halte. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Langsam lösen. Sehr gut. 4, 3, andere Seite. Ab. Mach dich fest.
Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Go! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Langsam lösen. Sehr gut. Achtung, wir gehen nach außen in die Kickbacks. Dein Oberkörper bleibt schön gerade. Push, go! Hopp, ganz langsam. Hopp and tief. Ohne absetzen, schieb mal dein Bein so 15 Grad nach hinten, sodass es nicht genau neben deinem Körper ist, sodass wir schön in den Gluteus Maximus gehen. Go, ab, zurück. Hopp. Jawohl. Hopp. Ab. Ab. Ab, Achtung, viele kleine Yes. Go. Oben. Halte. Bauchnabel ist fest, Oberkörper bleibt gerade. Noch 8, 7, 6. Come on. 5, 4, 3. You can do it. 2, 1. Und löse. Wunderbar. Wir wechseln die Seite in 4, 3, 2. Ganz langsam. Go. Up and tief. Up and tief. Up and tief. Up. Ohne Schwung, ja? Nicht das Bein nach oben reißen, sondern du nutzt hier deine Muskelkraft. Go. Noch 4, 3, 2. Doppelte Geschwindigkeit. Upp. Halte oben. Come on. Zieh Zehenspitze, zieh zum Körper. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Oh yeah. Alright. Wir bringen mal das Band eine Etage tiefer und wir stellen uns mal drauf. Ja? Stell dich richtig drauf. Komm auf die eine Seite deiner Matte. Komm tief. Beine hüftbreit, Schultern zurück, Bauchnabel. Wir laufen 2 nach rechts und 2 nach links in 4, 3, 2. Ganz langsam auf. Zu. Auf. Auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf. Okay, jetzt mach dich mal bereit und komm noch ein Stück tiefer. Go, tief. Da jetzt immer noch ein kleines bisschen mehr. You can do it, I know. Letzte Runde langsam. Dann erhöhen wir die Geschwindigkeit. Doppelt so schnell. 4, 3, 2, go. Okay, jetzt Trick 17. Schau mal, dass die Ferse zuerst den Boden berühren. Zieh die Zehenspitzen nach oben und roll schön von hinten nach vorne. Ah! Woo! Come on! 8, 7, bleib tief. 6, 5, 4 mehr. Noch 3, 2. Bleib nochmal 8 hier. Go! 8, 7, 6, 5. 3, 2, 1. Oh. Jetzt wirst du es auch nicht spüren, oder? Weil es so geil ist, eine zweite Runde. Mach dich langsam bereit. Ausgangsposition. Bauchnabel zur Wirbelsäule. Wir starten langsam jetzt. Go. Auf. Zu. Auf. Zu. Auf. Zu. Jawohl. Nochmal langsam. Woo. Yes. Sehr gut. Komm, bisschen tiefer. Ja. Er geht immer noch ein kleines Stück. In 4, 3, doppelte Geschwindigkeit. Go. Denk mal an die Fersen. Schieb die mal fest in den Boden. Komm. Booty Mind Connection. Verbinde dich mit den Muskeln, an denen du gerade arbeitest. Ja. Bereit für die letzten. 8, 7, 6. Noch 5, 4 mehr. Gleich geschafft. Aha. 2, 8, bleib tief. Die letzten. Go. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und. Oh. Sehr gut. Steig mal raus aus dem Band. Eine Übung ohne Band. Und zwar, komm mal in den Ausfallschritt. Du bleibst hier schön in der Mitte stabil. Deine vordere Ferse hebt jetzt vom Boden ab. I swear, das geht direkt in den Po. Achtung,
Komm gemeinsam mit mir nach oben. Go, up and tief. Up and tief. Up and tief. Ganz leicht wie eine Feder. Up and tief. Up and tief. Up and tief. Up and tief. Go, up. Up. 7. Up. 6. Up. 5. Up. 4. Up. 3. 2. Halte nochmal unten jetzt. Go. 4, 3, 2, 1. Langsam lösen. Woo! Can you feel it? Oh ja. Wechsel die Seite. Mach dich bereit. Körperspannung aufbauen. Und up and tief. Up and tief. Du hast komplett die Kontrolle über deinen Körper. Up and tief. Up and tief. Go! Yes. Gib mir noch 8, hopp, 7, hopp, 6, hopp, 5, hopp, 4, 3, 2, bleib noch unten, die letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, langsam lösen. Oh yeah! Sehr gut. Achtung, komm mit mir gemeinsam auf den Boden. Nimm dein Band dazu. Setz dich hin. Wieder Band über die Knie. Leg dich auf den Rücken. Beine sind aufgestellt. Hip Thrust. Kennst du. Weil wir keine Gewichte haben, außer das Band. Nimm mal die Fingerspitzen hinter den Kopf. Ellenbogen liegen am Boden. Je weiter du weg bist, desto mehr geht es auf die Oberschenkelrückseite. Du entscheidest. Wir gehen gemeinsam hoch, ganz langsam. 4, 3, 2, go. Up and tief. Up and tief. Up and tief. Always push your butt, wenn du oben bist. Wir setzen das Gesäß nie komplett ab. Hopp. Aha. Schulterblätter bleiben am Boden. Yes. Arbeite ich hier wieder schön mit einer Bauchspannung. Go. Pilates. Hopp. Go. 8. 7. Aha, 6, aha, 5, 4, 3, 2, 2 hoch, 2 tief, up, up, tief, tief, go, up, up, tief, come on, up, up, tief, 2 mehr, hoch, hoch, letztes Mal, bring it up, aha, 3 hoch, 1 tief. Go. Hoch, hoch, hoch. Und tief. Go. Up, up, up. Und tief. Go. Hoch, hoch, hoch. One more time. Go. Up, up, up. Aha. Achtung. 1 hoch, 3 tief. Go. Up, tief, tief. 2 mehr. Up, tief, tief. Schau mal, dass deine Knie schön nach außen zeigen. Letztes Mal. Bring it up. Hopp. Halte mal oben statisch. Go. Halte. Halte. Jawohl. Mach dich schön fest. Dein Körper ist eine Linie. Hol fest. Wir werden jetzt die Knie öffnen. Wir starten gemeinsam in 4, 3, 2. Öffne jetzt. Go. Auf. Zu. Auf. Zu. Go. Auf. Zu. Auf. Doppelte Geschwindigkeit. Hopp. Ja, halte durch. Go. Woo. Die letzten. 7. 6. 5. Gleich geschafft. Noch 3. 2. 1. Und setz mal kurz ab. Woo. Wunderbar. Achtung. Single leg lift. Go up. And tief. Up and tief. Up and tief. Jawohl. Noch. 8. 7. 6. Schieb die Hüfte hoch. 5. 4. Sehr gut. 3. Aha. 2. Einer. Wechsel die Seite. 12 Stück. Come on. Gleich geschafft. Die letzten 10. 9. Go. 8. 7, 6,
5, 4 mehr. Noch 3, 2, 1. Beide Beine ab. Go. Halte statisch. Letzte Runde. Wir öffnen die Knie in 4, 3, 2. Here we go. Cut. Auf. Zu. Langsam. Auf. Zu. Wenn du öffnest, die Knie, deine Hüfte bleibt währenddessen oben. Ja, wir knicken nicht ein. Go. Up und doppelte Geschwindigkeit. Up. Go. Halte, halte. Noch 4, 3, 2, 1. Absetzen und Pause. So, und jetzt wechseln wir zum Bauch. Das heißt, komm mal eine Etage tiefer. Band kannst du dran lassen. Ellenbogen, Unterarme aufgestützt. Wir gehen ran, hoch und ganz langsam tief. Go! Ran, hoch, langsam tief. Go! Ran, hoch, langsam tief. Okay, du gehst mit den Beinen nur so tief, solange du die Bauchspannung halten kannst. Hopp, hopp, langsam tief. Go! Hoch, ab, langsam tief. Go! Ab, ab, langsam tief. Noch ab. 7, tief, 6, tief, 5, tief, 4, tief, 3, tief, noch 2, letztes Mal, 1, hoch und tief, sehr gut. Stell mal ab, komm wieder eine Etage tiefer. Ganz wichtig, Schambein zieht auch hier zum Brustkorb, wenn wir liegen. Füße 90 Grad, Knie auch. Zehenspitzen ziehen zum Körper, Oberkörper hoch. Ein Arm geht tief. Go! Halte das Band auf Spannung. Woo! Hopp! Tief und ab. Tief und ab. Hopp! Genau. Ganz wichtig, Bauchnabel zur Wirbelsäule. Arbeite aktiv mit die letzten. Come on, beide gleichzeitig. 7, 6, 5, 4, 3. Je weiter du die Knie wegschiebst, desto schwieriger ist es. So halten, setz kurz ab. Puh. Genau. Achtung, Füße nochmal hoch, jetzt kleine Impulse nach oben. Up and tief. Up. Halte das Band auf Spannung, bring den Oberkörper nach oben aus der Bauchmuskelkraft, ja? Nicht aus den Schultern, sondern aus dem Bauch. Go! Hoch und tief, hoch und tief, hoch und tief. Halte mal statisch. Go! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dynamisch jetzt. Go! Up and tief, up. Und tief, ab, und tief, 8 mehr, go, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, letztes Mal statisch, halte, oben, go, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, langsam lösen, Pause. Jawohl, wunderbar. Achtung, Beine aufgestellt, Arme neben dem Körper, Oberkörper nochmal leicht nach oben, halte statisch hier. Wir wechseln jetzt immer von statisch zu dynamisch. In 4, 3, 2, Feder mal nach unten, go. Schambein zieht zum Brustkorb, go. Hier unten ist kein Platz. Go! 4, 3, 2. Halte statisch. Go. Halte. Halte. Noch ein bisschen. Nochmal. Dynamisch. Let's go! Hopp. Runde 2 von 3. Halte, 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 halte. 4, 3, 2. 1, nochmal statisch, letztes Mal, 4, 3, 2,
dynamisch. Let's go! Die letzte. 4, 3, 2, 1 und ablegen. Oh yes. Alright. Achtung, komm mal mit mir nach oben. Beine lang, Arme lang. Halte diese Position. Ab. Sehr gut. 4, 3, 2, 1, Pause. Noch einmal. In 4, 3, 2, komm nach oben. Arme stehen nach hinten. Halte, halte, halte. Die letzten. 4, 3, 2, 1, langsam lösen. Letztes Mal. In 4, 3, 2, here we go. Komm. Letztes Mal für heute, dann hast du es geschafft. Noch 4, 3, 2, 1 und lösen. Good job, everybody. You made it.